Ich begrüße alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen überall in Deutschland zu unserem ersten Gründerinnenforum 2021. Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Das kann man ja Ende Januar immer noch sagen. Da es ja in diesem Jahr keine großartigen Neujahrsempfänge oder irgendetwas gibt, machen wir eben einen anderen Begrüßung immer zum neuen Jahr. Also wünsche ich uns allen ein frohes und gesundes 2021 und machen wir das Beste aus der Situation. Mein Name ist Aniko. Ich begleite heute oder führe Sie heute Abend durch diese Stunde, die wir gemeinsam haben. Unser Gründerinnenforum unterstützt von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist die liberale Stiftung in Deutschland, die politische Bildungsarbeit leistet, immer im Blick auf Freiheit und Verantwortung. Und in diesem Spektrum sind wir ja im Grunde auch, wenn wir das ganze Thema gründen, sich selbstständig machen, ja, in den Blick nehmen, weil wer übernimmt noch mehr Verantwortung für sich selbst, aber auch für andere, wenn er sich selbstständig macht und ja, vielleicht seine eigenen Ideen verwirklicht, daraus seine Arbeit macht, das, was ihn nach vorne bringt und vielleicht sogar seine Gründung dann so weit voranbringt, dass er sogar zum Arbeitgeber wird und dann Verantwortung für seine Arbeitnehmer hat. Und unter diesem Stern, unter diesem Vorzeichen habe ich irgendwann mal, ich musste überlegen, aber 2017 das Gründerinnenforum ins Leben gerufen, um Frauen miteinander zu vernetzen, um Frauen ja, gegenseitig zu stärken, zu vernetzen, das Thema Gründen, sich selbstständig machen, speziell für Frauen in den Vordergrund zu rücken und mache das Gründerinnenforum jetzt digital. Einmal im Monat, immer zum Ende des Monats, am letzten Donnerstag des Monats treffen wir uns thematisch und ja, diskutieren. Und da bin ich schon bei einem Punkt. Alle Teilnehmerinnen, bitte gerne auch interaktiv sein. Sie haben die Möglichkeit, über die F&A-Funktion Fragen zu stellen und auch Fragen zu stellen an unsere heutige Impulsgeberin, Kerstin. Sie sehen sie schon oder ihr seht sie schon. Die uns heute einen wunderbaren Impuls geben wird zum Thema Körpersprache, weil das Gründerinnenforum in diesem Jahr unter dem ganzen Thema Leitbild und Marke sich selbst, ja, sich selbst fokussieren, darauf gehen, was ist meine Gründung, wer bin ich eigentlich, was will ich machen. Ja, das Thema Leitbild und Marke ist unser großer Aufhänger in diesem Jahr. Alle Diskussionen, die wir machen, werden unter diesem Thema sein. Und wir starten eben mit dem Thema Körpersprache und haben dazu Kerstin heute da, die sich auch gleich selber noch vorstellen wird in ihrem Vortrag. Und Kerstin hat mir gesagt, als wir uns vorher besprochen haben, dass sie bitte alle auch zwischen dem Vortrag, während Kerstin ihren Vortrag hält, gerne Fragen stellen können. Ich werde die dann weitergeben, sodass sie nicht warten müssen, wenn jetzt etwas ganz besonders Interessantes in dem Moment und sie eine Frage haben, dann direkt auch stellen können. Ansonsten ist es so, dass wir nach dem Impuls ein offenes Forum haben, dass wenn sie dann ihre Fragen stellen möchten, nach dem Impuls auch immer gerne aufgerufen sind. Ja. Die Diskussion mit uns zu führen und hineinzugehen und uns zu sagen, was sie auch vielleicht besonders interessiert zu dem ganzen Thema. Ja, gar nicht mehr große Worte. Wir wissen alle, das Thema Körpersprache ist eines, was auch mitschwingt, wenn wir uns unterhalten. Ich habe irgendwie ein paar merkwürdige Zahlen gelesen. Vielleicht sagst du da auch noch gleich was dazu, Kerstin, dass irgendwie nur Noch 7% nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, Noch Aniko. nicht, noch nicht. Okay, Noch gut. nicht, noch Dann nicht. greife ich nicht vor. Dann machst du das Ja, gleich. Dann lasse ich alles Zahlen weg. Aber ich fand die Zahlen schon bemerkenswert. Und da können wir uns ja gerne auch noch weiter drüber unterhalten. Dann, wenn du sie genannt hast, dann teaser ich gar nicht erst groß, sondern überlasse dir das Forum und freue mich auf deinen Impuls und schalte mich in der Zeit stumm, außer es kommt eine Frage und da klingt, sieht man schon was in der F&A. Gibt es im Anschluss Unterlagen zugesandt oder müssen wir alles mitschreiben? Dazu sagt Kerstin auch gleich noch was. Genau, deswegen. Danke an Claudia für die erste Frage. Und ich schalte mich jetzt stumm und Kerstin, du hast das ganze Forum für dich. Super, vielen Dank, Aniko, für deine
Schöne Anmoderation. Ja, von mir auch ein ganz herzliches guten Abend in die Runde. Das ist für mich auch ein ganz neues Erlebnis, tatsächlich mal zu sprechen und keinen Zuhörer zu sehen, keinen Seminarteilnehmer zu sehen. Aber auch das ist für mich spannend, mal was Neues zu erleben. Und ich bewege mich häufiger im Moment aus meiner Komfortzone heraus, da ich noch eine Coaching-Ausbildung mache. Insofern passt das gerade ganz gut zu mir. Ja, vielleicht ein paar Worte zu mir. Der Name ist klar, ist bekannt, Kerstin Lehning. Ich bin Kommunikationstrainerin und Coach, tätig seit 17 Jahren in dieser Rolle selbstständig, also jetzt das 17. Jahr in der Selbstständigkeit. Ich habe mal eine klassische Bankausbildung gemacht und bin dann durch Kinder, Elternzeit raus aus der Bank, nicht wieder in die Bank zurück und dann eine Ich-AG gegründet, in die Selbstständigkeit gekommen und tatsächlich jetzt 17 Jahre dabei. Es hat sich immer weiterentwickelt und ich glaube, das hat tatsächlich, habe ich einen ganz großen Luxus. Ich musste nie Akquise betreiben. Ich bin immer weiterempfohlen worden und das hat funktioniert wunderbar. Und irgendwann bin ich glaube vor 2 Jahren, Anniko, war es, glaube ich, bin ich zu den Wirtschaftsfrauen gestoßen. Vielleicht sind es auch sogar schon 3 Jahre. Habe da ganz tolle Frauen kennengelernt, tolle Vorträge schon erlebt. Und so bin ich jetzt heute Abend von Anniko angefragt worden, ob ich heute was zum Thema Körpersprache erzähle. Das ist tatsächlich mein Steckenpferd. Also ich habe mich inzwischen so ein bisschen als Körpersprache-Spezialistin weiterentwickelt. Seit 10 Jahren bin ich auf diesem Weg, ganz viel mit Sammy Molcho, begeistert von Sammy Molcho. Also wenn Sie sich für das Thema interessieren und weitergehende Lektüre haben möchten, empfehle ich da ganz groß Sammy Molcho, ehemaliger Pantomime und Körpersprache-Spezialist. Ja, Anniko, ich sehe. Ich halte mich nochmal kurz rein. Ich dachte nur, wir haben ja auch Externe, die nicht so aus unserer Region sind. Vielleicht wolltest du nochmal kurz von den Wirtschaftsfrauen sagen oder wir sagen kurz, was das ist. Sag du nicht, das bitte einmal, ja. Ja, okay. Es gibt in der Region Braunschweig-Wolfsburg die Wirtschaftsfrauen, einen Zusammenschluss von Frauen, die selbstständig sind ein Frauennetzwerk, die sich auch gegenseitig unterstützen. Also wer hier aus der Region ist und das noch nicht kennt, gerne auch gucken. Wirtschaftsfrauenregion Braunschweig. Danke. Sind im Web und Social Media, aber ja. Gute Ergebnisse. Ja, super. Ja, ich komme aus Wolfsburg, das stimmt, das habe ich noch nicht gesagt. Und alles, was jetzt hier so kommt, ich habe ein paar Folien vorbereitet, die ich natürlich auch noch ein bisschen genauer erläutern werde. Ich hatte mit Anniko im Vorfeld gesprochen. Wir können diese Folien über die Friedrich-Naumann-Stiftung weiterleiten im Anschluss, weil da ja die E-Mail-Adressen vorhanden sind. Also ich kann gerne die gesamten Folien zur Verfügung stellen. Ich habe am Ende meiner Folien eine Seite oder einen Hinweis auf meine Homepage, weil ich noch einen Bogen für Sie entwickelt habe, wo Sie sich selber noch ein bisschen weiter analysieren dürfen im Anschluss an diesen Abend. Und den können Sie sich da runterladen auf meiner Homepage. Also das ist aber mit in dieser PowerPoint-Präsentation dann drin. Also bekommen Sie alles in die Hand. Also Claudia, du musst nicht mitschreiben, wenn das die Claudia ist, die ich meine, die da die Frage... Nein, es war eine andere Claudia. Okay, gibt viele Claudias. Also Sie brauchen alle nicht mitzuschreiben. Ja, los geht's. Anniko hat schon gesagt, Sie dürfen immer Fragen zwischenstellen, wenn irgendwas unklar ist, wenn ich zu schnell bin. Einfach kurzes Signal in die F&A-Funktion und dann bekomme ich von Anniko den Hinweis. Gut, dann gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei und ich hoffe, es funktioniert so schön wie eben. Aha, ich glaube, es geht, ist gut, ne? Ja, gut. Das Thema, wie wirke ich, Körpersprache verstehen und bewusst einsetzen. Ich habe ja am Anfang, als Anniko mich anfragte, gesagt, Anniko, auf keinen Fall mache ich das online. Körpersprache, ich muss die Menschen sehen, ich muss Feedback direkt geben, ich möchte den Frauen auch ganz viel mitgeben und das kann ich doch nicht online. Ich habe dann natürlich bedingt durch Corona viele Seminare jetzt im letzten Jahr auch schon online gemacht,
habe auch mit wildfremden Menschen Coachings gemacht und das hat wunderbar funktioniert, sodass ich gesagt habe, das können wir jetzt doch mal ausprobieren. Also insofern ist das hier heute die Premiere, dass ich mal was zum Thema Körpersprache erzähle und sie auch nicht sehe, das habe ich ja schon gesagt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, natürlich zum Thema Körpersprache, zum Thema, wie wir als Menschen wirken, was wir bei Menschen anschauen, dann auch was zum Selbstbild, Fremdbild und Wunschbild, wie möchten, wie sehen wir uns, wie werden wir von anderen gesehen und wie möchten wir gesehen werden. Und ich habe auch noch was mit reingenommen zum Thema Stimme und Atmung, weil das auch was mit oder ganz viel mit Wirkung zu tun hat. Und ich festgestellt habe, durch dieses viele Homeoffice, viele sind im Moment viel am Sprechen, viel am Telefonieren, dass da auch viele tatsächlich Probleme mit ihren Stimmbändern haben, mit Heiserkeit, mit Räuspern haben. Da habe ich noch einen ganz kleinen Exkurs mit reingebracht, weil ich denke, das kann allen ganz gut helfen. Ja, starten möchte ich mit diesem Spruch. Vielleicht gucken Sie erstmal ganz kurz drauf. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir natürlich, wenn wir über Körpersprache sprechen und über unsere Wirkung sprechen, das ist im Grunde genommen selbstverständlich, trotzdem sage ich es immer nochmal, wir müssen natürlich immer bei uns selbst mal anfangen und uns reflektieren und uns anschauen. Und wir müssen uns eben mit uns selbst beschäftigen und wir müssen uns auch selbst mögen und wertschätzen. Und da fängt bei vielen leider schon das Thema an, dass sie sich gar nicht selber wertschätzen und dass sie selber ständig mit sich am Hadern sind und nicht zufrieden sind und irgendetwas nicht so ist, wie sie es möchten und es aber auch nicht in Angriff nehmen. Also ich denke, was ich vorhin sagte, dass wir uns wirklich immer wieder aus unserer Komfortzone herausbewegen und was Neues wagen und ja einfach für uns immer bereit sind, offen zu sein für neue Dinge und uns auf neue Dinge einzulassen und wirklich daran arbeiten, dass wir uns selber mögen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wenn das nicht ist, haben wir meistens auch große Probleme mit anderen Menschen, dass wir da sehr kritisch und vielleicht auch mit einem anderen Blick rangehen. Das haben Sie sicher schon gehört, dass wir uns relativ schnell entscheiden, ob wir jemanden sympathisch oder unsympathisch finden. Das geht ganz, ganz schnell. Ich stelle da immer so zwei Fragen, die beantworte ich jetzt selber. Aber die erste Frage ist, Sie können ja mal selber für sich mit überlegen, was Sie da antworten würden. Wie schnell entscheiden wir uns, ob wir jemanden tatsächlich sympathisch oder unsympathisch finden? Also nur diese Frage, sympathisch oder unsympathisch. Das geht ganz, ganz schnell. Das ist eine Hundertstel Sekunde. Also wirklich nur ein Augenschlag. Da haben wir uns schon entschieden, es kommt jemand um die Ecke, in die Tür rein, dann haben wir schon entschieden, sympathisch, unsympathisch. Und jetzt meine zweite Frage, das Abscannen. Ich sage das immer mit diesem Wort tatsächlich abscannen, das ist ja schon sehr knallhart, aber wir tun es im Grunde genommen alle. Es kommt jemand das erste Mal auf uns zu, wir begegnen jemanden, wir fangen am Kopf an, gehen runter zu den Füßen, gehen wieder hoch, ziehen die Schublade auf und sortieren ein in die Schubladen. Wir können uns immer wieder vornehmen, dass wir es nicht tun, wir tun es doch. Es geht relativ schnell, dass wir uns da ein Urteil gebildet haben. Es heißt nicht, dass wir immer und ewig diese Schublade, die Person in dieser Schublade bleibt. Das können wir auch mal umsortieren. Aber wir haben unsere Entscheidung sehr schnell getroffen. Und das tun wir tatsächlich in 3 Sekunden, bei beeinträchtigten Menschen in 5 Sekunden. Also 3 bis 5 Sekunden brauchen wir für dieses Abscannen und Einsortieren. Das ist relativ, diese 3 bis 5 Sekunden finde ich schon relativ lang. Und da kommt dann gleich mein nächster Satz dazu, dass Sie bitte in diesen ersten 3 bis 5 Sekunden nichts Wichtiges sagen. Und das tun wir ganz oft, wenn wir uns im Persönlichen, was wir natürlich im Moment nicht so viel haben, aber wenn wir es dann hoffentlich bald mal wieder haben, persönlich begegnen, wir geben uns die Hand und wir sagen unseren Namen dazu. Und ganz oft fragen wir uns kurze Zeit später, der hat mir doch gerade den Namen gesagt, wieso habe ich den schon wieder vergessen? Wir sind noch in diesen 3 bis 5 Sekunden, wir scannen noch und wir können nichts Wichtiges hören. Das machen auch Vorgesetzte, Führungskräfte sehr oft, dass sie morgens, wir sehen uns immer wieder, dass jeden Morgen das erste Mal wieder neu. Wir haben vielleicht eine neue Frisur, wir haben was anderes an, keine Ahnung. Also wir müssen uns jeden Morgen wieder abscannen.
Und da machen leider viele den Fehler, dass sie sich begegnen und sofort eine wichtige Information raushauen. Nämlich, Frau X ist krank, Sie müssen heute Nachmittag die Schicht übernehmen oder was auch immer. Viele Informationen, die uns da tatsächlich durchflutschen, weil wir diese in dieser Scan-Phase noch sind. Also gewöhnen Sie sich bitte an, wenn Sie sich das erste Mal an dem Tag sehen oder überhaupt sehen, das erste Mal in Ihrem Leben, nichts Wichtiges zu sagen. Das heißt, fangen Sie bitte mit einem Smalltalk an. Ich habe ganz viele Smalltalk-Seminare auch schon gegeben. Es ist wichtig, einen guten Smalltalk zu können, gerade für das Vernetzen, wenn Sie auf Veranstaltungen kommen, keine Scheu zu haben, auf Tische zuzugehen, wo Sie wirklich keinen Menschen kennen und da in einen guten Smalltalk reinzugehen. Und auch da müssen wir wieder auf die Körpersprache achten, aber da sage ich Ihnen nachher noch was zu. Da gibt es auch so ein paar Regeln, die Sie wirklich beim Smalltalk beachten sollten. Aber wirklich zu Beginn nichts Wichtiges sagen. Ja, womit wirken wir denn als Mensch? Was scannen wir da ab in diesen 3 Sekunden? Da habe ich Ihnen ein paar Dinge zusammengestellt. Jeder Mensch hat da natürlich andere Schwerpunkte. Oft frage ich meine Seminarteilnehmer, da kommt dann oft, ich gucke mir als erstes die Augen an. Blickkontakt, ganz wichtig. Andere sagen, ich gucke mir als erstes die Zähne an, ich gucke mir als erstes die Ohren an, die Hände, die Schuhe. Also ich höre immer verschiedene Sachen. Ich habe jetzt mal so ein paar Punkte zusammengestellt, die meisten abscannen, die wir uns tatsächlich angucken. Als erstes ist es mal die Mimik und die dazugehörende Gestik. Also wie schaut jemand, guckt jemand freundlich, guckt jemand grimmig, wie ist die Körperhaltung, wie ist die gesamte Ausstrahlung, was hat die Person an, also Kleidung, Kleider machen Leute, den Schmuck. Schmuck kann ganz doll irritieren, ja, wenn Schmuck Geräusche macht, dann gucken wir dahin, was ist das? Starkes Make-up, gar kein Make-up, Piercings, Tattoos, alles Dinge, die uns ablenken, wo wir genauer hinschauen. Die Stimme macht auch ganz, ganz viel aus. Also wir hören die Stimme, die alles, was mit Stimme zu tun hat, die Tonlage, Dialekt, Lautstärke, Geschwindigkeit, alles, was mit Stimme zu tun hat, spielt eine Rolle. Wie ich mit der Stimme arbeite, das Alter. Ob jemand jetzt 20 oder 40 oder 80 ist, das ist halt, hat nichts qualitativ an Unterschied zu sagen, aber es macht was mit Wirkung. Ja, es ist eine andere Wirkung, ob da jemand mit 20 oder mit 60 steht vor Ihnen. Und der Geruch. Der Geruch wird ganz oft vergessen bei der Wirkung. Jetzt am Laptop haben wir das nicht hier in unserer Online, in unserem Zoom-Meeting. Aber wenn wir im echten Leben zusammen sind, spielt Geruch eine ganz, ganz große Rolle. Und wir denken uns immer was Negatives bei Geruch. Irgendwie, was weiß ich, Schweiß, Knoblauch, Zwiebel. Das kann auch ein ganz tolles Parfum sein, ein tolles Rasierwasser. Wir verbinden mit Gerüchen aber ganz oft auch Menschen, die wir kennen. Ja, die riecht genau so wie. Und das kann positiv oder negativ sein. Also mit Gerüchen müssen wir ganz, ganz doll aufpassen. Wenn Sie wichtige Termine haben, sage ich immer, bitte kein Parfum, weil da können wir uns wirklich ein Eigentor schießen. Ja, also Geruch macht auch ganz, ganz viel. Das sind so die wesentlichen Punkte, die wir uns anschauen bei einem Menschen, die wir abscannen. Und jetzt kommen wir zu dem, ich hoffe, dass das nicht alle mitbekommen haben, weil Aniko hat es ja fast schon verraten. Ich habe sie da ja ganz unfreundlich ausgebremst. Wenn wir miteinander kommunizieren, und ich denke, das haben auch schon viele von Ihnen gehört, kommunizieren wir immer auf 2 Ebenen. Wir haben die Sache- und Inhaltsebene, das, was wir im Kopf haben, das Ausgesprochene, die Worte. Und wir haben die Gefühls- und Beziehungsebene, das, was auch im Bauch abläuft, das Nonverbale, eben die Körpersprache, worüber wir heute Abend sprechen. Also das, was wir nicht uns bewusst vornehmen, denn das läuft unterbewusst ab. Wie ich etwas sage, wie ich gucke, wie ich stehe. Also alles, was nonverbal abläuft, ist auf der Gefühls- und Beziehungsebene. Und diese beiden Ebenen haben wir in jeder Kommunikation dabei, ob das jetzt hier heute Abend ist, ob das ein schönes Kaffeetrinken mit einer Freundin ist, ob das ein Konfliktgespräch mit ihrem Partner ist oder mit der Partnerin.
wir haben diese beiden Ebenen immer und die prozentuale Verteilung ist immer identisch. Das wird leider oft von manchen Trainern nicht richtig gesagt. Die sagen, im Konfliktfall verändern sich die prozentualen Verteilungen. Das ist nicht richtig. Wir haben sie also immer gleich. Und da würde ich Sie jetzt mal bitten, dass Sie mal Ihren Tipp, vielleicht wissen Sie es auch schon ganz genau, in diese F&A-Funktion reinschreiben und dass mir Aniko dann mal ganz kurz eine Rückmeldung gibt, was da so steht. Also was tippen Sie vielleicht, dass Sie zuerst die Sach- und Inhaltsebene schreiben? Wie viel Prozent sind auf der Sach- und Inhaltsebene und wie viel Prozent auf der Gefühls- und Beziehungsebene? Dann warte ich mal kurz, was da so kommt. Oh, klappt schon was auf. Inhalt 20%, Gefühl 80. Mhm. Gefühl 90, Sach 10. Mhm. Und wieder Verteilung 20 zu 80, S und I 30, 10 zu 90, 30 zu 70, mhm. Sachebene 10%. Mhm. Ja, die meisten sagen so 20 zu 80 oder 10 zu 90. Sehr gut, 70, 30, das sind schon laut. Ja, ja, super. Okay, ja, super. Vielen Dank, Aniko, und auch an Sie für die Rückmeldung. 24 habe ich eben gesehen, super, an Rückmeldung. Also da waren schon ganz viele richtige, fast richtige dabei. 20 zu 80, das sind tatsächlich die Zahlen von vor 6 Jahren ungefähr. Das wird in Abständen immer wieder wissenschaftlich neu bewertet, gemessen, beurteilt. Und da war das tatsächlich 20 zu 80. Und die aktuellen Zahlen sind diese hier. Also es ist tatsächlich, Aniko hat es ja vorhin schon, die 7 schon halb im Mund gehabt. Es sind tatsächlich nur 7% auf der Sach- und Inhaltsebene und 93% auf der Gefühls- und Beziehungsebene. Und ich finde das wahnsinnig viel, wenn wir uns mal überlegen, was da tatsächlich alles nonverbal abläuft. Und das können wir. Wir können uns ganz doll vornehmen, jemandem nicht zu zeigen, dass wir ihn unsympathisch finden, dass wir irgendwie Probleme mit dieser Person haben. Leider, mit Worten können wir ganz viel reden, aber unser Körper verrät uns ganz oft. Wir können uns natürlich bestimmte Verhaltensweisen antrainieren und ein guter Schauspieler sein und trotzdem irgendetwas, wenn wir uns beobachten, können wir doch sehen oder wenn wir beobachtet werden, da ist was. Ja, also der Körper verrät uns. Das ist das Tückische. Und bei diesen 93%, wenn wir diese Gefühls- und Beziehungsebene uns jetzt nochmal anschauen, da ist ja, sind ja jetzt alle Punkte mit drin, die ich eben aufgelistet habe. Und da möchte ich Ihnen noch verraten, wie viel Prozent tatsächlich die Stimme an Wirkungen da ausmacht, weil die hatten wir ja auch mit dabei. Stimme macht fast die Hälfte an Wirkung aus. Also 48% ganz genau. Das heißt, fast die Hälfte der Wirkung ist Stimme. Und das finde ich extrem viel. Auch wieder zu sehen zu diesen ganzen anderen Punkten, die wir haben. Das heißt, wenn wir gerade viel jetzt am Telefon sind, wenn wir nicht gesehen werden, ist eine tolle Stimme ganz wichtig. Und das Tröstliche für die, die jetzt sagen, oh, meine Stimme, ich finde die ganz schrecklich oder man hat vielleicht so ein ständiges Krächzen oder was auch immer in der Stimme, sie können tatsächlich an ihrer Stimme arbeiten. Eine Stimme kann sich komplett verändern. Sie können eine Stimme viel tiefer bekommen, sie können eine Stimme viel langsamer bekommen. Da kann man durch bestimmte Übungen ganz viel machen. Also keine Scheu, auch da können Sie rangehen. Ja, also das bitte nie wieder vergessen. 7% tatsächlich nur auf der Sach- und Inhaltsebene, 93% auf der Gefühls- und Beziehungsebene. Wenn Sie lächeln, ist es total nett. Ich hatte ja gesagt, zu der Mimik, es ist einfach nett, wenn Sie jemandem begegnen, wenn Sie lächeln. Und Sie sehen schon, hier unten fehlt noch was. Ich habe da noch diesen kleinen Zusatz. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass dieses Lächeln echt ist. Und das kennen Sie aus dem Service. In der Gastronomie haben wir das oft im Hotel. Sie werden begrüßt und Sie sehen dieses Lächeln. Ja, schön, dass Sie heute Abend alle da sind. Ich freue mich sehr. Und ich habe dann immer gesagt, wenn es abends hier wehtut, dann ist tagsüber was schiefgelaufen, ja? Weil sie haben nicht aus dem Bauch hinaus herausgelacht, sondern das war dieses aufgesetzte Lachen und das ist gar nicht schön. Ja, also gucken Sie dann einfach freundlich, wenn Ihnen an dem Tag nicht nach Lachen ist, aber es ist einfach nett, wenn Sie lächeln, wenn Sie positiv ausstrahlen. Ich habe Ihnen jetzt noch ein paar Bilder mitgebracht. Daneben steht auch immer eine Beschreibung. Die klicke ich jetzt immer gleich weg. Die können Sie sich später nochmal anschauen. Sie kennen diese Haltung von einer ganz besonderen Person und tatsächlich
hat diese Haltung, diese Körperhaltung inzwischen auch einen Namen. Es ist die Merkel-Raute. Es wird tatsächlich in Trainerkreisen jetzt inzwischen als Merkel-Raute bezeichnet. Oder es gibt auch die hängende Merkel-Raute, dass wir also tatsächlich die Finger nach unten hängen lassen. Ich würde Ihnen diese Haltung tatsächlich nie empfehlen. Ich unterhalte mich ja viel mit Trainerkollegen und die sagen auch alle, das würden wir nie empfehlen, diese Haltung. Frau Merkel wird sie sich die ganz bewusst ausgesucht haben. Sie hat früher sehr oft am Rednerpult, ich kann das jetzt gar nicht vormachen, Sie können doch, jetzt können Sie es vielleicht so sehen, sie hat oft so gestanden, die Hände so hochgereckt und hat so gesprochen am Redner, hinterm Rednerpult. Und dann hat sie diese Merkel-Raute übernommen und das ist tatsächlich eine sehr spitze Haltung, weil sie wirklich die Fingerspitz nach vorne hält. Es ist auch eine sehr konzentrierte Haltung. Sie schützt sich auch im Bauchraum und sie zeigt, ich schütze mich, aber ich gehe auch, ich schieße zurück. Ja, also dezent schieße ich zurück. Sie dürfen natürlich mal die Hände zusammen machen. Das können Sie alles gut machen und auch mal reiben, das machen viele, aber nicht auf Dauer und nicht so lange. Also Frau Merkel hält das manchmal 10, 12 Minuten und das ist einfach zu viel. Ja, also achten Sie darauf, dass die Finger, Sie können die locker ineinander legen, aber auf keinen Fall dieses Spitze. Was gut ist von der Haltung, die wir jetzt hier sehen, dass sie wirklich auf der, wo das Sonnengeflecht zusammenläuft, also vor ihrem Magen, auf der Höhe ist es immer gut, wenn sie da gestikulieren, haben sie zwei Vorteile. Sie haben einmal eine aufrechtere Haltung und sie haben den Vorteil, wenn sie gestikulieren, ist ihre Gestik mit im Blickfeld. Das heißt, ich sehe, wir können den Blickkontakt halten und trotzdem sehe ich, was Sie mit den Händen machen. Wenn Sie jetzt die Hände hängen lassen und unten auf Höhe der Oberschenkel gestikulieren, muss ich den Blick von den Augen wegnehmen und schauen, was machen Sie da unten. Also versuchen Sie, die Hände auf Höhe des Sonnengeflechts, also vorm Magen zu halten. Und am besten, dafür habe ich jetzt gleich nochmal die nächste Folie, mit offenen Handinnenflächen. Das gilt alles für Deutschland jetzt, was ich Ihnen sage, also in anderen Ländern herrschen wieder ganz andere Sitten, da dürfen Sie die offenen Handinnenflächen nicht zeigen, ja, sofort Aniko, bring nur eben den Satz zu Ende, die offenen Handinnenflächen sind einfach viel, viel leichter, das können Sie mal selber eben mit reinspüren, dass Sie mal vor Ihrem Bildschirm die Handinnenflächen nach oben halten, mal fühlen, wie sich das anfühlt und jetzt mal die Handinnenflächen nach unten drehen, also wirklich mal nach unten und mal fühlen. Ich denke, gehen Sie nochmal wieder zurück, Handinnenflächen nach oben, einmal zurück. Es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, es zieht einen runter. Ja, also wenn Sie die Handinnenflächen nach unten haben, dann drückt es nach unten. Und wenn Sie so mit Menschen sprechen, das machen viele, ja, wir müssen mal überlegen, wie wir da eine Lösung finden, dann drücken Sie immer runter und schieben weg. Sie schieben die Leute von sich. Wenn Sie die Handinnenflächen nach oben haben, stützen Sie die Leute, Sie halten die Leute und winken heran. Ja, Sie geben das Signal, komm zu mir, offen, kommunikativ. Aniko. Ja, jetzt kam eine Frage zu einer Folie weiter vorne bezüglich des Lächelns. Und zwar wollte Arndt wissen, ich habe das hier auf Frauen fokussiert, aber die Herren in der Runde sind natürlich auch herzlich willkommen. Und ich begrüße alle Herren. Das Gründerinnenforum wurde mal als Frauennetzwerk gestartet, ist jetzt digitaler und dadurch für offener. Also deswegen herzlich willkommen auch an die Herren. Und Arndt stellte die Frage, Lächeln zeigt nicht immer Kompetenz, das ist situativ abhängig und führt gerade bei Frauen oft zu Missverständnissen bei ihren Rezipienten. Was du dazu meinst? Mhm. Ja, es ist komplett richtig. Also ich denke, also für mich ist es einfach wichtig, die Person genau zu beobachten, wie sie lächelt. Ich muss nicht immer, was ich vorhin auch sagte, ich muss nicht immer lächeln. Mir reicht da auch schon der freundliche Blick. Also das Freundliche, die freundliche, offene Ausstrahlung. Und ich denke, wenn wir das jetzt wieder speziell auf Frauen beziehen, es ist ja wieder die gesamte Ausstrahlung. Es ist ja nicht nur, wie ich jetzt lächel oder gucke, sondern wie ich dann auch stehe und ja, wie meine Körperhaltung ist, wie meine gesamte Ausstrahlung ist. Da habe ich gleich auch noch eine Folie zu.
Und das sind so die typischen Klischees. Da sieht man das liebe Mädchen, was dann auch noch artig lächelt. Ja? Also das meine ich damit nicht. Also ich muss jetzt nicht auf Zwang immer lächeln und immer die Liebe und Freundliche sein. Mir kommt es einfach darauf an, und das denke ich, haben Sie alle schon beobachtet, wenn Menschen mit einem Lächeln durch die Gegend laufen, dann bekommen sie auch ein Lächeln zurück. Und es ist einfach freundlich und netter. Wir sind einfach viel netter miteinander, als wenn wir alle grimmig rumlaufen. Ja? Okay. Gut, also die offenen Handinnenflächen sind einfach schöner und angenehmer. Dann habe ich Ihnen noch mal eine Hand mitgebracht, wo ich Ihnen ganz kurz sagen möchte, dass tatsächlich auch jeder Finger unserer Hand eine Bedeutung hat, was viele Teilnehmer mir immer zurückmelden, das haben sie noch nicht gewusst. Der Daumen ist unser Dominanzfinger. Wir können mit dem Daumen relativ schnell angeben, was wir meinen, ja, Daumen hoch, zur Seite, nach unten. Wir wissen alle, was gemeint ist. Dann kommen wir zum Zeigefinger. Bei dem Zeigefinger sage ich tatsächlich für die Körpersprache, trennen Sie sich bitte den Zeigefinger ab. Sie sollen ihn sich jetzt nicht wirklich abtrennen, natürlich nicht. Aber dass Sie einfach nicht diesen Zeigefinger nicht benutzen, wenn Sie mit Menschen sprechen. Der Zeigefinger ist einmal als Drohfinger bekannt. Sehe ich tatsächlich auch immer noch in bestimmten Berufsgruppen, dass er kommt. Du, das darfst du nicht. Es ist der Präzisionsfinger. Was haben Sie denn da gemacht? Ja, also bohren in Wunden. Der tatsächliche Zeigefinger. Ich zeige auf Menschen mit meinem Finger. Was meinen Sie damit? Der Besserwisser. Machtfinger, also der Zeigefinger ist sehr spitz. Und wenn wir mit dem Zeigefinger arbeiten, dann können wir auch viel, viel spitzer sprechen. Das können Sie mal zu Hause ausprobieren, also für sich alleine ausprobieren. Ich mache das jetzt hier nicht vor. Wir können, wenn wir wütend sind, nehmen wir oft den Zeigefinger, weil wir spitzer sprechen können. Wenn Sie aber die ganze Hand nehmen, und das ist das, was ich Ihnen empfehlen würde, anstelle des Zeigefingers, wir können so auch zu Menschen zeigen. Wir können so auch auf eine Stelle zeigen, wo wir eine Frage zu haben. Wir können sagen, das möchte ich so nicht haben. Oder wenn Sie sauer sind und diese Hand nehmen, dann können Sie nicht so spitz und scharf sprechen. Das geht mit dem Zeigefinger viel, viel besser. Da brauche ich mir die Stimme tatsächlich nicht zu verstellen. Das funktioniert ganz von alleine. Also für die Körpersprache bitte nicht mit dem Zeigefinger arbeiten. Den trennen wir uns jetzt mal ab. Dann haben wir den Mittelfinger. Das darf ich hier nicht machen, was ich hier gerade mache. Ja, aber es ist unser längster Finger. Und deshalb wird er auch als Finger für die Selbstgestaltung und Selbstprofilierung benannt. Das ist unser Mittelfinger. Wenn Menschen etwas Tolles gemacht haben, dann reißen sie ihre Arme hoch. Schaut her, ich habe es geschafft. Ja? Ich bin im Sport, sieht man das oft, oder bei Preisverleihungen. Ich möchte gesehen werden und deshalb recke ich meine Hände hoch und eben der Mittelfinger ist der längste Finger. Dann kommen wir noch zum Ringfinger. Das ist für mich in der Körpersprache aus meiner Sicht der wichtigste Finger. Das ist nämlich unser Gefühlsfinger. Wir können uns mit dem Ringfinger wunderbar beruhigen, wenn Sie aufgeregt sind, wenn Sie wütend sind, wenn Sie traurig sind, wenn Sie merken, es kommen Tränen, drehen Sie entweder an einem vorhandenen Ring an dem Ringfinger oder reiben Sie einfach an dem Ringfinger, Sie können von hinten reiben, Sie können alles machen. Es funktioniert wunderbar. Ich mache das selber und mir haben das auch schon viele Seminarteilnehmer bestätigt, das funktioniert. Wenn Sie aufgeregt sind, wütend, traurig, reiben Sie ganz dezent und Sie kommen runter. Und dann haben wir noch der Vollständigkeit halber unseren kleinen Finger, das ist der gesellschaftlich-soziale Finger und den kennen wir von der Espresso-Tasse, ja, dass wir tatsächlich den kleinen Finger abspreizen. Manche Damen tragen auch ihre Handtasche so, ja, dass ich also nochmal den kleinen Finger abspreize und das ist so etwas, es geht in die Richtung von Arroganz, aber auch da müssen wir wieder das Gesamtbild sehen. Ich kann jetzt nicht nur, weil ich jemanden sehe, der seinen kleinen Finger abspreizt, sagen, oh Gott, der ist arrogant. Es muss wieder alles zusammenpassen. Also Körpersprache, da müssen wir ganz genau hingucken, was da so abgeht. Da habe ich nur noch mal das Foto zu dem Ringfinger. Das habe ich Ihnen schon erklärt. Hier habe ich noch mal die Hände auf dem Rücken. Wenn Sie mit Menschen sprechen, das wird natürlich, das haben mir viele Teilnehmer auch schon aus der Gastronomie so zurückgemeldet, sie lernen das oft in der Gastronomie, die Hände auf dem Rücken zu halten. Das rührt von ganz früher her, schmutzige Hände und die müssen nach hinten. Aber das ist tatsächlich auch nicht mehr
möchte ich Ihnen damit jetzt nicht sagen. Ich habe gesehen, ja, es ist nicht schön, wenn ich Ihre Hände nicht sehe, wenn Sie mit mir sprechen. Also es ist immer schöner, wenn Sie die Hände nach vorne nehmen. Also wenn Sie eine runde, offene Haltung haben, genau wie Sie es da jetzt sehen, nur eben nach vorne, also vor den Bauch unten gelegt, so die Hände, weil dann sehe ich wieder, was Sie da machen. So kann ich immer nur vermuten, was Sie da hinten machen. Und das ist für die Körpersprache nicht schön, weil es lenkt wieder ab vom Inhaltlichen. Kurze Frage, habe ich gesehen. Genau. Sandy fragt, wie viel Schmuck an den Händen okay ist. Ja, auch das ist wieder natürlich eine Typsache. Ja, wenn Sie gerne Schmuck tragen, Sandy, dann tragen Sie auch den Schmuck weiter. Sind Sie sich aber darüber im Klaren, dass da mehr hingeguckt wird? Also mir wurde tatsächlich von Seminarteilnehmern schon gesagt, ich weiß nicht, ob Sie sehen, ich habe immer einen sehr großen Ring und das lenkt ab. Ich muss erst mal gucken, was Sie da für einen Ring haben. Wenn Sie jetzt an jedem Finger einen Ring haben, natürlich gucken die Menschen dahin und schauen sich das an. Aber okay, dann müssen Sie einfach vielleicht ein bisschen länger warten. Warten Sie nicht die 3 Sekunden, sondern 5 Sekunden, bis Sie dann was Wichtiges sagen. Aber wenn Sie das mögen, bitte gerne die Ringe tragen. Alles gut. Anniko hat noch den Finger oben, ja, ich sehe es. Ja, genau. Jetzt kam noch eine Frage nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob du die jetzt, weil wir ja eigentlich von einem anderen Thema sind, aber die trotzdem jetzt nochmal, es geht nämlich nochmal zum Thema Lächeln. Willst du die trotzdem jetzt reinhaben? Oder? Können wir es vielleicht im Anschluss machen? Ich habe genau, ja auch einen Überblick. Genau, dann würde ich die jetzt schieben gerne. Und ne, ich wollte es nur anmerken, dass du da nochmal, dass wir da nachher nochmal drauf kommen. Nachher bitte nochmal, genau, gerne. Okay, also die Hände, wenn es geht, nach vorne, nicht nach hinten. Und dies hier, wenn Sie so jemanden sehen, das wird heikel. Ja, da ist jemand, Sie sehen das schon, wie angespannt die Haltung ist, die Faust ist geballt, da ist jemand richtig wütend, das sehe ich tatsächlich auch oft, also ich mache auch online Live-Coachings, also direkt am Arbeitsplatz und so habe ich auch schon Menschen, Führungskräfte gesehen, wenn sie mit Mitarbeitern sprechen und sie sehen schon, da ist eine wahnsinnige Ladung drin, ja, da hält sich jemand wirklich fest, weil eigentlich soll die Faust nach vorne gehen, ja, weil ich möchte im Grunde genommen zuschlagen. Ich weiß ganz genau, dass ich es nicht darf und deshalb halte ich mich da hinten fest. Also wenn Sie jemanden in dieser Haltung sehen, ziehen Sie sich erstmal zurück und kommen eine halbe Stunde später wieder und fragen dann nochmal nach. Ja, also das ist sehr angespannt, sehr aggressiv. Hier habe ich nochmal ein Bild, wo Sie sehen, was mit Zunge alles passiert, also auch mit Zunge, mit Lippen, Zähnen passiert relativ viel in der Körpersprache. Wir kennen diese typische Haltung, wenn Kinder einen Schnuller bekommen, einen Brei bekommen, den sie nicht mögen, was machen sie? Sie spucken den Schnuller wieder aus. Und das haben wir uns abgewöhnt, weil wir natürlich, wenn wir jemand gegenüberstehen haben, den wir vielleicht nicht so sympathisch finden, dann machen wir nicht einfach, weil das nicht so gut rüberkommt. Aber wir haben so ganz klein die Zunge mal raus und schieben sie ganz, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können jetzt hier am Bildschirm, ganz klein nach vorne, als ob da ein Fussel wäre. Und das ist tatsächlich auch dieses Signal, ich mag eine Situation nicht, ich mag eine Person nicht, auch das läuft unbewusst ab. Auch dieses an der Nase reiben, das haben Sie vielleicht auch schon mal beobachtet, dass Menschen das häufiger machen. Das kann tatsächlich sein, dass da was kitzelt. Wenn das aber immer wieder kommt, dann ist das auch so ein Zeichen von, ich wisch das weg, ich mag das nicht, ich möchte das nicht. Also Zeichen, die wir sehen können. Und was der Herr da auch noch macht, das ist auch Konzentration. Wenn wir uns am oberen und unteren Lippenrand, da haben wir ganz viele Nerven, die da zusammenlaufen. Wenn wir da die Hand hinhalten, das sehen wir oft, wenn Leute zuhören, wenn sie interessiert zuhören, dass sie so zuhören. Das ist ein ganz tolles Zeichen, weil da möchte jemand alles mitbekommen. Er ist hochkonzentriert. Und das machen Kinder und auch teilweise Erwachsene auch mit der Zunge oder mit den Zähnen, dass sie oben am oberen oder unteren Lippenrand zirkeln und sich besser konzentrieren können dadurch. Also das passiert alles mit der Zunge und mit den Lippen. Und dann habe ich ihn nochmal hier, ich habe eben gesagt, das hier ist was ganz Tolles, wenn jemand seine Hand so unten an oder am oberen Lippenrand legt, um alles mitzubekommen. Jetzt ist nur eine ganze Kleinigkeit passiert, jetzt ist der Finger ein bisschen weiter hochgerutscht und jetzt bedeutet es schon gleich etwas ganz anderes. Jetzt gibt Ihnen nämlich jemand das Signal, dass Sie endlich aufhören sollen zu sprechen
Oder andersrum, ich sage zu mir selbst, pst, sag das jetzt bitte nicht, das kann unangenehm werden. Ja, also diese Haltung, damit können Sie jemanden tatsächlich unterbewusst wieder suggerieren, hör auf zu sprechen. Es funktioniert tatsächlich, ich habe das auch in Supermärkten ausprobiert, wenn ich Menschen treffe, Nachbarn, und ich habe gar keine Zeit zu sprechen, und ich habe das auch schon gesagt, ich muss los, und die reden trotzdem weiter, dass ich mich dann tatsächlich hinstelle, den Fuß unten anziehe, also hochziehe vorne, und diese die Hand vor die Lippen nehme, und die Personen sagen tatsächlich zu 85% von sich aus, ach ja, sie wollten ja los, ich habe es auch eilig, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Weil wir in dem Moment nach hinten gehen, wir bremsen das Gespräch weg und wir sagen, sei bitte leise. Ja, also das sind alles Signale, die wir dann tatsächlich auch mal bewusst senden können. Hier haben wir nochmal eine Situation, zwei sitzen sich gegenüber, wir haben den Tisch und können dadurch nicht alles sehen. Deshalb empfehle ich Ihnen, wenn Sie wichtige Gespräche führen, bitte immer ohne Tisch, damit Sie Ihr Gegenüber gut sehen können, dass Sie wirklich auch die Fußspitzen zueinander gerichtet sehen können. Die Köpfe sind zueinander geneigt, also die beiden sind, glaube ich, in einem guten Gespräch da, sehr angeregtes Gespräch. Und jetzt verändert sich etwas. Nämlich die Frau hat sich rausgedreht, sie sitzt stocksteif, sie hat den Kopf ein Stück zurückgenommen, der Mann hat es tatsächlich noch nicht gemerkt. Und das ist eine Gefahr, die tatsächlich besteht, wenn wir einen Tisch da haben. Und jetzt komme ich ganz kurz zu dem, was ich Ihnen angedeutet hatte mit dem Smalltalk. Wenn Sie in einen Smalltalk gehen, da haben wir ja meistens keine Stühle oder Tische, wir sind am Anfang an Stehtischen oder in kleinen Grüppchen stehen wir zusammen. Und es gibt ja immer Situation, wir kommen in einen Raum zu einer Geburtstagsfeier oder zu einer Veranstaltung und wir kennen in dem Moment noch gar keinen. Wir gucken so von der Tür aus durch den Raum und stellen fest, es ist noch keiner da, den ich kenne. Und ganz oft ist es dann so, dass die Leute sich an den erstbesten Stehtisch stellen oder zu der ersten Gruppe stellen, weil sie möchten da nicht alleine am Eingang stehen bleiben. Und es ist Ihnen sicher vielleicht auch schon mal passiert, dass Sie gar nicht wahrgenommen wurden. Und das fühlt sich ja richtig blöd an. Ja, ich habe mich jetzt schon getraut, von dem Eingang da zu der Gruppe zu gehen und die ignorieren mich, die sehen mich gar nicht. Und ich sage dann vielleicht sogar noch guten Abend und drücke mich ein bisschen in die Runde mit rein und in dem Moment habe ich schon verloren. Ja, die mögen mich nicht mehr, die finden mich unsympathisch, weil was habe ich getan? Ich habe eine Unterhaltung gestört. Und jetzt kommt der Tipp, den ich Ihnen gebe. In Zukunft, wenn Sie zu einer Veranstaltung kommen, Sie stehen da, Sie sehen, es ist noch keiner da, den ich kenne, bevor Sie an einen Tisch losgehen, schauen Sie bitte auf die Füße. Nein, als erstes gucken Sie in die Gesichter und sagen, die sind sympathisch. Da würde ich gerne hingehen zu dem Tisch. Aber dann, bevor Sie losgehen, gucken Sie noch auf die Füße. Und wenn Sie da feststellen, dass alle Fußspitzen zur Mitte zeigen, dann gehen Sie bitte nicht los zu diesem Tisch, weil die werden Sie nicht wahrnehmen. Die sind in einem intensiven Gespräch. Und wenn wir ein wichtiges Gespräch haben, beobachten Sie sich selber mal. Haben Sie immer die Fußspitzen nach vorne? Sie sind leicht nach vorn gebeugt. Sie haben die Ohren gespitzt. Sie möchten alles mitbekommen. Wenn Sie irgendwann keine Lust mehr haben, so wie die Frau jetzt hier an dem Tisch oder auch an einem Stehtisch oder in einer offenen Runde, dann drehen Sie automatisch einen Fuß raus. Ob es jetzt der rechte oder linke ist, egal, das machen Sie automatisch, weil Sie haben den ersten Schritt getan. Sie möchten raus aus dieser Situation. Und an der Stelle öffnen Sie sich auch. Also Ihre Schulter geht automatisch auch mit nach hinten und dann an dieser Stelle können Sie andocken. Also wenn Sie an diesen Stehtisch mit ran wollen und da ist was geöffnet, gehen Sie genau an der Stelle ran, stehen mit ein bisschen Abstand, sagen von da hinten guten Abend und Ihnen wird sofort der Platz freigemacht, weil die Person sich ja freut, dass sie den Platz freimachen kann, die wollte sowieso weg. Ja? Also das sind so kleine Tricks für einen Smalltalk, die viele Leute nicht wissen und dann in diese Falle laufen und sich nicht beachtet fühlen. Das so ganz kurz dazu. Ich spreche schon ganz schnell. Ich habe ja die Uhr hier im Blick. So, da haben wir nochmal... Ich habe das ja früher immer Fußballerhaltung genannt, da ich tatsächlich viele Fußballer so beobachtet habe, dass sie so stehen. Dann habe ich ja 5 Jahre für AB InBev gearbeitet und habe viel mit Außendienstlern zu tun gehabt. Und seitdem nenne ich das immer Außendienstlerhaltung, weil tatsächlich alle Außendienstler, die ich da in meinen Seminaren hatte, wenn ich mit denen so eine Anfangsrunde gemacht habe, haben die alle so gestanden. Das ist eine sehr dominante, breite Haltung.
ja, erst die Unterschrift auf dem Vertrag und dann mache ich wieder Platz, ja, dann können Sie wieder weitergehen. Also sehr dominant. Ich kann die natürlich mal einnehmen, diese Haltung, wenn ich gesehen werden möchte, wenn ich auch mich durchsetzen möchte. Meistens stellen wir uns so hin, wenn wir wütend sind, wenn wir was loswerden möchten, dann nehmen wir diese Haltung ein. Kann ich wieder, wie gesagt, wieder ganz bewusst machen, muss ich aber nicht. Also ich muss mich meistens gar nicht so hinstellen. Hier haben wir nochmal die, was ich vorhin angedeutet hatte, zu dem Lächeln, diese ganz liebe Haltung. Der Kopf ist geneigt. Ich zeige meine Halsschlagader. Ich mache mich angreifbar. Ich habe die Füße leicht, also die Beine leicht eingeknickt. Ich wirke sehr lieb und das weckt ja auch manchmal so den Beschützerinstinkt bei den Männern. Ich habe daneben stehen, das können Sie ja später sehen, für den Flirt ist das sicher eine ganz tolle Haltung, aber für einen Wunsch nach Gehaltserhöhung sicher nicht sehr erfolgversprechend. Hier habe ich nur noch mal einen ganz kleinen Gag zu der Frau Merkel noch mal, weil sie ja so oft ihre Raute hat mit ihren verschiedenfarbigen Bläsern und sie soll doch sehr doll aufpassen mit ihrem Kleber, weil da irgendwas wohl schief läuft. So, jetzt habe ich noch was zur Stimme. Anniko, die Frage an dich, soll ich das noch schnell durchpreschen? Ja? Okay. Anniko nickt. Ja, die Stimme. Ich hatte schon gesagt, die Stimme ist eben sehr, sehr, also hat eine starke Wirkung. Die 48%, also fast die Hälfte der Wirkung ist Stimme. Und da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die alle Einfluss nehmen auf die Stimme. Weil wenn ich schnell spreche, kann ich meistens nicht mehr so gut betonen und werde vielleicht auch nicht mehr so deutlich. Die Lautstärke kann, das haben Sie sicher auch schon erlebt, wenn Sie mit jemandem telefonieren und es ist sehr laut oder sehr leise. Sie müssen fast reinkriechen, um die Worte zu hören. Oder es ist so laut, dass Sie den Hörer schon einen Meter vom Ohr wegnehmen. Macht ganz, ganz viel an Wirkung aus. Betonung, Deutlichkeit, dass ich es gut verstehen kann. Und auch eine Stimme, die zielgerichtet ist, die zielstrebig, also die wirklich nach vorne spricht. Ganz oft merke ich das, wenn ich mit Menschen spreche, mit dem Headset, merkt man es nicht ganz so doll, denken die Leute immer, weil das Mikrofon ist ja immer hier vor. Aber trotzdem höre ich die Veränderung in der Stimme. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt so sogar mitbekommen, wenn ich meinen Kopf drehe, weil die Luftröhre natürlich nicht mehr gerade ist. Sie ist leicht abgeknickt oder auch wenn ich den Kopf so halte, schon ist der Klang meiner Stimme anders. Ich kann also, wenn ich nach vorne spreche, viel mehr Zielstrebigkeit und Zielgerichtetheit in meine Stimme bekommen. Auch das macht was mit Wirkung. Ja, wenn ich aufrecht stehe, wenn Sie wütend sind, dann würden Sie sich nie so hinstellen und sagen, ich will das nicht. Sie haben automatisch den Kopf aufrecht, damit die Luftröhre gerade ist und Sie ganz viel Luft zum Schreien, zum lauten Sprechen holen können. Hier ist sie abgeknickt und so setzen wir uns hin, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir keine Angst haben, wenn wir gar nicht so tief Luft holen müssen, weil alles gut ist. Das ist also auch tatsächlich zu beachten, wie halte ich meinen Kopf, wenn ich spreche. Wenn Sie atmen, achten Sie bitte darauf, wohin Sie atmen und wie tief Sie atmen. Also die Schnappatmung nenne ich das immer. Das ist tatsächlich, wenn wir nur noch in unsere Brust flach reinatmen. Ich mache oft in meinen Online-Stimmtrainings so Übungen, dass ich den Teilnehmern sage, bitte atmen Sie mal tief durch die Nase ein. Und bis wohin kommen Sie mit der Luft? Und die meisten kommen tatsächlich nur noch bis in ihre, hier oben unter die, also in die Lunge und nicht mehr bis runter in den Bauch. Das haben wir vielleicht mal gelernt in einem Geburtsvorbereitungskurs oder in einem Pilateskurs oder in einem Yogakurs oder was auch immer. Dieses tiefe Einatmen in den Bauch. Und das ist zum einen sehr entspannend, aber auch für die Stimme ganz, ganz wichtig, dass die Stimme wirklich mal wieder zur Ruhe kommt und dass sie viel Luft haben. Weil wenn wir zu wenig Luft haben durch dieses flache Atmen in die Lunge, also nur in die Brust, dann wollen wir lange Sätze sprechen und ich versuche Ihnen das jetzt mal vorzumachen, dann sprechen wir und sprechen und sprechen und irgendwann pressen wir, weil wir hier haben keine Luft mehr. Sie merken das jetzt, ich drücke schon raus, jetzt muss ich aufhören, weil es tut weh. Dann drücken wir müssen Schnappatmung, wirklich die Schnappatmung einsetzen und das bewirkt, dass wir Probleme mit unseren Stimmbändern bekommen und dieses Räuspern, dieses Krächzen, das bewirkt alles diese zu wenig Luft zu haben in der Luftröhre, in der Lunge, also für die Stimme.
versuchen Sie wirklich regelmäßig tief in den Bauch einzuatmen. Am besten, wenn Sie es nicht mehr gut können und verlernt haben oder noch gar nie richtig gelernt haben, fangen Sie an, es im Bett zu üben. Weil da geht es am einfachsten, Hände auf die Bauchdecke, tief durch die Nase einatmen und versuchen Sie, die Luft bis in den Bauch reinströmen zu lassen, dass sich die Bauchdecke anhebt mit der Luft. Nicht mit den Muskeln, sondern mit der Luft. Da können Sie ein bisschen ins Training gehen. Wenn Sie gähnen müssen, gähnen Sie bitte richtig. Auch da sehe ich immer die dollsten Sachen. Ja, diese verklemmte Gähnen. Gähnen ist total gut für Ihre Muskulatur. Und wenn Sie häufiger gähnen, das ist wie so ein frischer Kick. Ja, alles wird wieder gelockert, aufgelockert. Und ganz, ganz wichtig, es nicht wegzudrücken, zu verklemmen. Wenn Sie merken, ich muss mich räuspern, räuspern Sie sich bitte nicht, nehmen Sie sofort einen Schluck zu trinken. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie müssen immer etwas zu trinken neben Ihrem Arbeitsplatz stehen haben, ob das jetzt online ist oder ob das live ist. So wie Sie merken, dass Räuspern kommt, trinken Sie. Weil wenn wir anfangen zu räuspern, leiern unsere Stimmbänder aus und irgendwann sind sie komplett ausgeleiert und Sie haben tatsächlich Probleme mit der Stimme. Und dann haben Sie ständiges Räuspern, ständige Heiserkeit. Und das kriegen wir gut weg, wenn wir viel, viel trinken. Ja, wir müssen tatsächlich, wenn wir so viel jetzt sprechen, 1,5 bis 2 Liter pro Tag mehr trinken als sowieso schon. Ja, das können Sie noch oben drauf legen, wenn Sie einen Job haben, wo Sie viel sprechen. Ja, bleiben Sie lebendig, ist klar, ja, dass Sie nicht wie eine Schlaftablette, aber eben auch mit der Betonung, Artikulation, Modulation mit der Stimme, dass Sie Pausen setzen, auch das macht ja was mit der Stimme. Lockere Kleidung tragen. Ich meine jetzt nicht, dass Sie tatsächlich alle in der Jogginghose rumlaufen sollen, aber wir hören an einer Stimme, ob die tatsächlich, da gibt es auch Studien zu, ob sie zu enge Schuhe haben, ob sie eine zu enge Hose anhaben, ob sie das Hemd zugeknöpft mit Krawatte noch dran und sie haben das Gefühl, ihr Hals ist abgeschnürt. Das hören wir tatsächlich alles in der Stimme. Also Klamotten, die nicht richtig passen, sind nicht gut, wenn sie viel sprechen. Ja, also da darauf achten, dass sie bequeme Kleidung tragen. Das regelmäßige Trinken, habe ich gesagt. Und die Artikulation, wenn sie deutlich sprechen, deutlich betonen, können sie nicht schnell sprechen. Ja, weil dann hören sie sich an wie ein Roboter. Versuchen Sie, gut zu betonen, Pausen zu setzen und nicht zu schnell zu werden. Gerade beim Melden, in so einem Melderitual. Oder auch wenn Sie Ihren Namen sagen, im persönlichen Kontakt, versuchen Sie da wirklich, sich immer zwischen Vor- und Nachnamen 1, 2 leise zu denken. Ja, Kerstin, 1, 2, Lening. Das hört sich jetzt, ja, aber dass Sie wirklich Pausen setzen, damit Ihr Zuhörer, Ihr Gesprächspartner das auch wahrnehmen kann. Also nicht zu schnell werden, langsamer, dass Ihr Gesprächspartner noch mitkommt. Das, denke ich, ist wichtig. So, jetzt habe ich meinen letzte Folie, zu der ich Ihnen etwas sagen möchte. Das ist ganz klein und Sie müssen das jetzt auch noch nicht lesen oder erkennen können. Ich möchte Ihnen da nur ganz kurz was zu sagen. Das ist das, was ich Ihnen zu Beginn sagte, was ich gerne Ihnen im Download-Bereich auf meiner Homepage zur Verfügung stelle. Und zwar ist das ein Eigen- und Fremdanalysebogen zu dem Thema. Ich hatte ja vorhin bei der Übersicht gesagt, ich sage noch ein bisschen kurz was zum Selbstbild, Fremdbild und Wunschbild. Sie können diesen Bogen sich, wie gesagt, runterladen auf meiner Homepage und so oft ausdrücken, wie Sie möchten. Ich habe da ganz viele, ich habe den vor vielen Jahren mal selber entwickelt. Ich habe da ganz viele Persönlichkeitsmerkmale aufgelistet, immer ein Schlagwort und eine typische Aussage dazu. Und Sie sollen sich hinten entscheiden, stark oder schwach ausgeprägt bei mir. Ich habe ganz bewusst keine Mittelspalte genommen, weil das ja immer gerne genommen wird in so Freundin, Brigitte, ja, immer schön die Mitte und dann wissen wir immer noch nicht, was nun los ist. Also Sie sollen relativ schnell entscheiden, stark oder schwach ausgeprägt, das ganz schnell durchkreuzen und diesen Bogen dürfen Sie so oft weiter kopieren, wie Sie möchten und geben den weiter an Menschen, wo Sie gerne mal ein Feedback haben möchten. Also diese Menschen beurteilen Sie genauso. Ja, schnell durchkreuzen, zack, zack, zack. Und dann setzen Sie sich mit der Person zusammen, legen beide Bögen nebeneinander und gleichen ab. Da, wo Sie Übereinstimmung haben, brauchen Sie nicht groß drauf eingehen. Aber da, wo Sie voneinander abweichen, da gehen Sie bitte mal ins Gespräch und fragen, wieso siehst du mich da so?
So, also einfach mal austauschen. Das sind ganz tolle Gespräche, kann ich Ihnen sagen. Haben mir viele Seminarteilnehmer zurückgemeldet, die Sie da mit den Menschen führen. Und Sie bekommen Fremdbilder. Und ganz viele sind überrascht, wie Sie gesehen werden, von guten Freunden sogar, wo Sie sich was ganz anderes erwartet haben. Und es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir viele Fremdbilder bekommen, Feedbacks bekommen. Fragen Sie auch Ihre Vorgesetzten, wenn Sie Chefs haben, fragen Sie Kollegen, fragen Sie wirklich alle möglichen Leute, wenn Sie einen Vortrag gehalten haben, wie fandst du mich, was war gut, was war nicht so gut, weil Sie davon tatsächlich am meisten lernen. Und für sich, Sie müssen ja nicht alles annehmen und müssen dann sagen, da muss ich jetzt dran stellen, aber Sie haben die Gelegenheit, selber zu entscheiden, da gucke ich jetzt mal genauer hin oder da vielleicht nicht. Ja, also das ist der Bogen Selbst- und Fremdanalyse und auf der letzten Folie ist der Link, aber das haben Sie dann ja in der Präsentation mit drin, mit dem Passwort, wie Sie da reingehen, aber das werden Sie dann sehen. Ja, ich habe jetzt doch viel länger gesprochen, als ich dachte, wie immer. Ich überziehe immer, ich bin dafür bekannt. Das ist nicht so schlimm. Wir machen einfach 5 Minuten länger. Wir, ja, ich danke sitzen, jetzt, wir sitzen jetzt einfach nach. Ich danke für deinen Impuls und wir sitzen einfach ein bisschen nach, weil wir haben nämlich auch noch mal 2 Fragen. Ich hatte vorhin schon meinen Finger so kurz gehoben, weil die genau da reinpasste. Deswegen würde ich die jetzt auch tatsächlich, weil die jetzt im Rhythmus näher dran ist zu den anderen. Ansonsten Aufruf an die Runde, nutzen Sie gerne noch die Gelegenheit, solange wir hier noch zusammen sitzen, immer noch Fragen, die da sind, immer noch in die F&A-Funktion zu schreiben. Wir überziehen einfach ein paar Minuten. Das gönnen wir uns heute Abend einfach. Und wenn da noch Fragen sind. Aber ich stelle jetzt erstmal die eine. Und zwar ging die hier zum Thema Stimmbänder. Ist es nicht so, dass die Stimmbänder beim Sprechen aufeinander gepresst werden oder aneinander gerieben werden und so Knötchen entstehen? Das hat jemand beim Theater gelernt. Leider weiß ich den Namen nicht, weil das steht hier nicht, aber ja, ich gebe die Frage mal so weiter. Ist tatsächlich so. Also ich muss dazu sagen, ich bin da jetzt keine Expertin, was die Stimmbänder angeht. Ich habe eine Fortbildung gemacht zum Thema Stimme, Atmung und Sprache. Und da war das auch ein Bestandteil. Es ist tatsächlich so, durch die Reibung und auch diese Spannung können diese Knötchen entstehen. Und die Knötchen sind gefährlich. Also gefährlich. Die machen eben aus, dass wir dann irgendwann diese Räusperei haben, dass es ausleiert, dass wir wirklich nicht mehr klar, sauber, voller Volumen sprechen können. Ich hoffe, dass ich das so jetzt richtig beantwortet habe. Zufriedenstellend beantwortet habe. Das kann uns die Fragestellerin ja gleich nochmal sagen. Ja. Ich nehme das so, wie es ist, weil ich bin da auch überhaupt gar keine Expertin. Susanne würde gerne den Link nochmal sehen wollen, aber unsere Fragestellerin sagt gerade danke, also von daher alles gut. Und Susanne würde gerne den Link nochmal sehen wollen, da die Internetverbindung so langsam war, aber da geben wir mit auf den Weg, dass sowieso die Präsentation herumgeschickt wird und da der Link auch nochmal drin ist. Der Link ist einfach auf deine Homepage und dann zum Download-Bereich. Also keine Sorge, Sie werden hier das alles nochmal erhalten. Genau, bitte unbedingt die Unterlagen senden. Mhm. Alle sind gespannt auf den Feedback-Bogen. Das machen wir sehr gerne. So, und dann ziehe ich jetzt die Frage von Stefanie, die vorhin nochmal zu dem Thema Lächeln war. Okay. Sie schrieb, das war eben auch mein erster Gedanke. Im Umgang mit Männern im Beruf habe ich mir wegen des ersten Eindrucks zu oft zu soft zu wirken, abgewöhnt, direkt zu lächeln. Vielleicht, falls noch Zeit bleibt, können Sie dazu noch etwas sagen. Im Umgang mit Männern, im Beruf, Körpersprache, Signale, worauf man als Frau achten sollte, falls es nicht gleich sowieso noch folgt. Aber genau, wir machen das jetzt. Ja, ja. Finde ich ganz toll, die Frage. Das ist somit mein Lieblingsthema, weil ich tatsächlich ganz oft beobachte, wenn ich in Führungsebenen bin und da Coachings mache, dass Frauen ganz oft, also entweder genau die Variante, was Stefanie war es, oder habe ich jetzt den Namen? Moment, ich habe es ausgeblendet. Stefanie, ja. Ach nee, beantwortet habe ich es. Die Dame mit dem Lächeln jetzt nochmal fragte. Stefanie. Es ist tatsächlich so, dass ich das ganz oft beobachte. Es gibt diese 2 Varianten. Einmal die liebe, lächelnde, immer gut drauf, immer freundlich, immer hilfsbereit, so die Variante. Und die andere Variante, die komplett die männlichen Eigenschaften annimmt. Also das beobachte ich sehr oft bei Frauen, dass sie überhaupt nicht mehr authentisch sind. Ich
das verstehe ich nicht. Und ich, was ich sagen kann aus meinen Coachings, die Frauen, die ganz authentisch sind und die sich nicht verbiegen und jetzt nicht auf einmal nur noch im Hosenanzug rumlaufen, um sich da jetzt entsprechend den Männern mit den Anzügen anzupassen und die Haare hochzustecken, damit da auch nicht zu viel Weiblichkeit rüberkommt, die sind nicht echt. Also ich kann das jetzt nicht verallgemeinern. Natürlich gibt es auch Frauen, die sind dann total echt, ja. Aber wenn ich selber merke, dass ich mich dann nicht wohlfühle, wenn ich so bin, dann lassen Sie es bitte. Und wenn Sie weiblich sein möchten und wenn Sie einen kurzen Rock tragen möchten mit High Heels und das schön finden, dann tragen Sie das. Und aber Sie müssen es dann auch komplett so ausstrahlen und leben. Und das ist teilweise eben, das passt nicht zusammen. Da merkt man dann irgendwie so in der Unsicherheit, ich ziehe das jetzt an, um vielleicht meinem Chef zu imponieren oder was auch immer. Und ich glaube, genau an dieser Stelle, da funktioniert es dann nicht, wenn Sie nicht mehr echt sind. Also das finde ich das Entscheidende. Ja, Sie können da auch mit Turnschuhen und Sneakern reinlaufen. Wenn Sie einen super Job machen und ganz selbstbewusst das vertreten. Kommt immer drauf an, ja, in der Bank wäre es jetzt vielleicht nicht so. Ich komme ja nun aus der Bank, da sind dann die Turnschuhe immer noch nicht so gern gesehen. Aber wenn das relativ frei ist, was jetzt den Dresscode angeht, dann bitte entscheiden Sie sich, dass Sie sich wohlfühlen und dass Sie authentisch sind. Das finde ich am allerwichtigsten. Thomas hat hier einen Kommentar gegeben. Ich denke, das geht auch genau noch dazu. Kopfhaltung bzw. Kopfneigung ist seines Erachtens sehr wichtig. Ist ja auch eine Aussage, ne? Wie ich meine. Genau, das, was ich vorhin sagte, wenn ich mich so hinstelle und meine Hauptschlagader freigebe, mache ich mich angreifbar. Das kann ich ganz bewusst einsetzen, um zu zeigen, ich fühle mich hier wohl. Und das mache ich ja auch unbewusst. Wenn ich in Gesprächen bin, wo ich mich total wohlfühle, mache ich das unbewusst. Wenn ich das aber bewusst mache und immer sage, ich muss hier die Kleine und Schüchterne sein und dann habe ich vielleicht mehr Erfolg und dann, nein. Ja, also ich komme immer wieder drauf hinaus, seien Sie bitte echt. Was mir dazu einfällt, wir sind ja jetzt gerade in diesem Medium, ist da vielleicht sogar das Thema Kopfhaltung noch viel stärker, weil wir ja uns sowieso fokussieren auf den oberen Bereich. Ne? Absolut, Anneko, absolut, weil wir sehen ja wirklich nur, wenn es geht, also ich finde es eben gut, wenn man den Oberkörper noch ein wenig sieht und die Hände dann auch noch mal sieht, aber das ist ja schon sehr wenig und insofern der Kopf spielt die größte Rolle und alles, was wir damit machen, wie wir ihn halten und das ist ja auch oft dieses nach oben gucken oder nach unten gucken, ja, wenn ich, das macht viel aus am Bildschirm, klar. Ist ja vielleicht kleiner Gag am Rande, die einzige Chance für die Lippenstiftindustrie nochmal zu punkten, wenn man dann den richtigen Verso Videokonferenzen hat. Aber das ist, habe ich jetzt das nicht ist gesagt. Das ist nicht mehr mein Bereich, Anneko, da kannst du das. Hier kam ein Hinweis von einer Zuhörerin, dass das Passwort nicht funktioniert hat. Da ist, glaube ich, der Hinweis, dass das ein Unterstrich ist, oder? Ne? Aufpassen, wenn ihr das eingebt. Alles klein und Unterstrich. Genau, vielleicht da nochmal probieren. Wenn es immer noch nicht geht, dann nochmal melden, bitte. Ansonsten haben wir jetzt noch ein paar Fragen, die würde ich jetzt auch noch mitnehmen und dann ist unsere Zeit auch weit fortgeschritten. Silke fragt, wie ist das bei Gesprächen bei Leuten, die einen nicht zu Wort kommen lassen? Man möchte ja nicht unhöflich sein und einfach unhöflich da reinquatschen. Blickkontakt aufnehmen zu der Person. Also wirklich versuchen, den Blickkontakt und auch von der Körperhaltung mich zu der Person wirklich hinwenden. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie da überhaupt keine Chance haben, also da kein Reinkommen, dann verabschieden Sie sich. Also es kommt ja immer darauf an, wenn es jetzt für Sie ganz wichtig ist, Ihren Punkt da loszuwerden, dann dürfen Sie natürlich auch mal, die Person holt irgendwann mal Luft, da können Sie dann auch ganz kurz mit der Hand, also das auch noch unterstreichen, so nach dem Motto, Stopp sagen Sie natürlich nicht. Oh, das ist interessant, da möchte ich auch mal was zu sagen. Also da vielleicht die Stimme auch kurz anheben, Blickkontakt, Körper zugewandt und wirklich ein bisschen massiver werden, ja, also Hand hoch, dass ich auf mich aufmerksam mache. Wenn Sie da sich klein nach hinten stellen und mit leiser Stimme versuchen reinzukommen, funktioniert es meistens nicht. Also Sie müssen sich, das vielleicht auch noch so als Tipp, wenn Sie in Runden sind, ganz oft schaut man dann, wenn man etwas sagen möchte, schaut man zu dem Veranstalter hin. Also ich sage jetzt mal, das ist eine Sitzung, Ihr Chef sitzt da mit am Tisch und noch 5 Kollegen. Und der Chef hat eingeladen und Sie möchten auch einen Redebeitrag geben. Und Kollege Z redet ununterbrochen. Und viele gucken dann zu dem Chef hin, so nach dem Motto, jetzt
Sieh doch mal, ich möchte auch was sagen. Greif da jetzt mal ein, dass ich das Wort bekomme. Und das ist ganz schlecht. Sie sollten immer schauen in der Runde, wer ist der Redner, also der Redelsführer. Das ist nicht immer der Chef, der eingeladen hat oder die Person, die eingeladen hat. Das ist oft jemand anders und das spüren Sie relativ schnell. Und zu dieser Person müssen Sie Kontakt aufnehmen. Da müssen Sie einen Blickkontakt geben und Zeichen geben, so jetzt bin ich mal dran. Also das wird auch oft vom Rang her abhängig gemacht und das hat mit dem Rang manchmal gar nichts zu tun. Vielleicht ganz passend dazu hat Kathleen die Frage gestellt, wichtige Gespräche sollten nicht am Tisch geführt werden. Was empfehlen Sie dann im Fall von Personalgesprächen? An den Tisch seitlich. Also da brauche ich ja oft eine Ablage. Es gibt ja diese runden Besprechungstische und auch da beobachte ich ganz oft, dass die Leute es schaffen, wirklich wieder komplett die ganze Diagonale des Tisches zu benutzen, um wirklich sich nicht nah genug zu kommen. Versuchen Sie wirklich komplett ohne Tisch zu sein, nur seitlich, dass Sie eine Ablagemöglichkeit haben, den Tisch zu neben sich zu haben, aber sonst sind Sie komplett offen Ihrem Gesprächspartner gegenüber. Sie sitzen beide auf Stühlen, logischerweise, weil so ein Personalgespräch dauert ja ein bisschen länger, aber Sie haben keinen Tisch zwischen sich, weil Sie sehen sofort, Sie können so viel sehen. Ich meine, ich kann Ihnen noch stundenlang da was zum Thema Körpersprache sagen, das sollte ja jetzt auch nur ein Impuls sein. Sie sehen sogar an den Füßen, wenn Sie eine Frage stellen und der Mitarbeiter ist mit dieser Frage nicht zufrieden oder weiß nicht so recht, was er darauf antworten soll, zack, geht die Fußspitze hoch. Das können Sie sofort sehen. Wenn die Fußspitze hochgeht, ist jemand mit der Frage nicht zufrieden oder weiß nicht so recht oder fühlt sich nicht wohl oder fängt an, auf dem Stuhl zu ruckeln oder sitzt in der Sprinterhaltung, also sitzt schon auf der vorderen Kante und ist schon im Sprinterbereich. Das sehen wir alles unterm Tisch nicht. Und wenn Sie keinen Tisch dabei haben, können Sie es alles gut beobachten und können auch einen Mitarbeiter darauf ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, Sie fühlen sich jetzt nicht wohl oder die Frage ist nicht ganz klar oder so. Und dann sagt er, woher weiß sie das? Ja, weil Sie es sehen. Und das können Sie unterm Tisch nicht sehen. Wir merken sowieso, oder ich merke auch gerade durch die Fragen, die jetzt reinkommen, dass das wirklich ein sehr, sehr großes Feld ist und wir wahrscheinlich noch eine Anschlussveranstaltung machen müssen, auch um da noch mal tiefer einzusteigen in manche Bereiche. Genau, nochmal ein Hinweis zum Passwort. Das scheint nicht zu funktionieren. Müssen wir noch mal schauen. Sie sagt, Unterstrich wurde eingegeben. Ja. Also ich habe es ausprobiert. Es hat funktioniert. Vielleicht ist der jetzt irgendwie, müssen wir mal gucken. Ja, wir prüfen das und dann auf jeden Fall bekommen Sie die Unterlagen und die Sachen. Wir haben jetzt sehr persönliche Fragen noch. Die eine fragt zum Beispiel, sie ist relativ klein. Welche Haltung kann ich einnehmen, um von meinem Gegenüber im beruflichen Umfeld ernst genommen zu werden? Eine andere Frage geht in die Richtung Lockerheit. Ich wirke immer sehr mürrisch, dabei bin ich nur konzentriert. Mhm. Auch sehe ich schlecht und muss fürs Lesen Unterlagen mal mich anstrengen. Wie kann man da locker wirken? Also ne, vielleicht noch da so zwei. Also einmal das Kleine, der Größenunterschied. Da wirklich darauf achten, dass Sie einen guten Abstand zu Ihrem Gesprächspartner haben. Im Sitzen oder eben schnell zusehen, dass Sie sich hinsetzen, wenn das möglich ist, dass Sie sagen, lassen Sie uns doch eben Platz nehmen, dann sind Sie eher auf einer Höhe, ja. Wenn das nicht möglich ist und Sie weiterhin im Stehen miteinander sprechen, gehen Sie bitte ein Stück weiter zurück, weil dann haben Sie automatisch einen anderen Winkel. Oft stehen, wenn so große Größenunterschiede sind, Sie stehen so voreinander, dann guckt der Kleine wirklich so hoch, so bittstellerisch hoch zu der Person. So wie Sie ein Stück weiter zurückgehen, haben Sie einen ganz anderen Winkel. Ja, und trainieren Sie einfach Ihre Körperhaltung, wie Sie sich hinstellen, dass Sie straff sind, dass Sie Spannung im Körper haben. Da brauchen Sie auch gar keine großen High Heels oder sonst was. Sie können auch wenn Sie relativ klein sind, können Sie eine ganz starke Ausstrahlung haben. Das ist einfach was, wie Sie wirken, ob Sie selbstbewusst rüberkommen. Da können Sie ganz, ganz viel mit schaffen und achten Sie einfach auf den Abstand, gerade wenn der Größenunterschied sehr groß ist. Und die zweite Frage, Anniko, ging jetzt in Richtung Lockerheit. Das war ein Vorwurf, dass man mürrisch aussehen würde, dabei ist man nur konzentriert. Ja, das ist tatsächlich so, da sage ich immer, für solche Menschen gibt es ja häufiger, dass ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich so unfreundlich oder mürrisch oder komisch rüberkomme. Gefrieren Sie mal Ihr Gesicht ein, wenn Sie zu Hause alleine sind. Ich mache das ganz oft, wenn ich bügel oder wenn ich irgendwie so Tätigkeiten mache, die nicht so spannend sind. Dann friere ich mal mein Gesicht ein und gehe zum Spiegel. Es ist manchmal erschreckend.
Ja, und das machen Sie auch mal. Wenn Sie am Laptop sitzen, Sie arbeiten gerade, lassen Sie mal Ihren Blick so, wie er gerade ist, und gehen mal zum Spiegel. Und machen sich das immer wieder bewusst. Sie sollen jetzt nicht zum Dauergrinser werden, ja, aber einfach, dass Sie darauf achten, wenn ich so gucke, dann kommt das so rüber bei den Menschen. Oder Sie sagen es gleich dazu. Wundern Sie sich nicht. Ich muss jetzt hier mal eben was berechnen, oder ich gucke jetzt mal, da gucke ich immer ein bisschen grantelig, ist aber nicht so gemeint. Und schon ist es ganz, kommt es wieder ganz anders rüber. Ja? Hier ist nochmal eine Frage von Susanne. Die geht nochmal in so eine andere Richtung. Die sagt, wenn ich davon ausgehe, dass jemand einen Konflikt mit mir hat, auf den ich nicht einsteigen will, sollte ich dann auf E-Mail umsteigen, um meine Gefühle nicht zu zeigen? Nein. Ganz klare Antwort. Nein, kurze Antworten finde ich super. Claudia fragt, wo oder bei wem kann ich Stimmtraining machen? Bei mir. Sehr gut. Was kann ich in einem Gespräch machen, in dem man sich selbst präsentieren soll und spürt, dass es gerade trotzdem nicht gut ankommt? Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kannst du besser was damit anfangen. Ja, ich stelle es mir so vor, dass ich jetzt da was präsentiere und ich merke an den Reaktionen meiner Zuhörer, dass die nicht so begeistert sind oder dass das eben nicht ankommt. Ansprechen. Also ich bin immer dafür, ich meine, nicht umsonst bin ich Kommunikationstrainerin, es anzusprechen und zu sagen, ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt gerade an ihren Gesichtern, bin ich zu schnell, war irgendwas unklar, möchten Sie noch, haben Sie noch Nachfragen? Also das Publikum ansprechen und dann wird ja was kommen. Oder so, nee, ist alles in Ordnung, dann kann ich so, ja, mehr oder weniger lustlos, nee, machen Sie mal weiter. Ich habe das Gefühl, so richtig begeistert Sie das jetzt nicht. Können Sie mir helfen, woran das liegt? Was kann ich verändern? Was soll ich Ihnen noch liefern? Was brauchen Sie noch? Oder irgendwie so. Also progressiv nach vorne. Genau, direkt ansprechen und nicht flüchten. Mhm. Weil dann gehen Sie mit einem schlechten Gefühl raus und sagen, das war eine blöde Präsentation. Und in Wirklichkeit war es gar keine blöde Präsentation. Die haben einfach so komisch geguckt, weil sie neidisch waren, wie intelligent und wie sehr sie das schon durchblickt haben. Ja, also wenn Sie kein Feedback einholen, Sie gehen ganz oft mit irgendeinem Gefühl raus aus einer Situation, das ist komplett falsch, das Gefühl. Ja, ich kann immer ein Beispiel nennen. Ich war in einem Seminar in Leipzig, da hatte ich zwei Teilnehmer, also waren glaube ich 15 Teilnehmer, und da waren zwei Teilnehmerinnen, die haben die ganze Zeit total mürrisch geguckt, so komisch. Ich dachte, nee, denen gefällt das nicht. Und ich habe dann so ein kleines Zwischenfeedback eingeholt. Das mache ich sonst nicht. Ich mache immer so am Ende des Tages ein Gesamtfeedback. Aber da habe ich gesagt, ich mache jetzt mal ein Zwischenfeedback. Und da haben die beiden gesagt, die eine sagte, sie wundern sich vielleicht, ich gucke die ganze Zeit so komisch. Ich hänge an ihren Lippen. Das ist so fantastisch. Und da gucke ich immer so komisch. Ja, und dann dachte ich, ich wäre jetzt hier rausgegangen und hätte gedacht, die mögen mich nicht. Die finden das doof. Also deshalb fragen Sie nach. Ja, immer offensiv rangehen. Doris hat einen Tipp für alle, das ist jetzt besonders in dieser Situation mit diesen digitalen Konferenzen. Sie sagt, sie hat einen Spiegel neben ihrem Bildschirm, damit sie ihren Gesichtsausdruck kontrollieren kann. Ja, das ist dann natürlich, möglich. Professionell, Doris. Wenn ich ein Telefontraining mache, ich bin oft auch in Callcentern, dann hinterlasse ich immer Spiegel. Und die Mitarbeiter mögen mich dann manchmal nicht mehr so gerne. In dem Moment, wenn ich dem Chef sage, bitte schaffen Sie Spiegel an für jeden Arbeitsplatz ein. Aber genau das ist es. Ja, ich muss mich immer zwischendurch mal sehen, wie ich da gucke und was ich gerade mache. Ja, gut. Ja. Dann kam nochmal ein Hinweis, neigt man nicht manchmal auch den Kopf, wenn man interessiert ist oder konzentriert ist? Absolut. Ja, klar. Das ist ja dieses aufmerksame Zuhören, zeigt aber ja auch wieder interessiert, ich habe keine Angst, ich fühle mich hier wohl, ich bin interessiert, ich möchte mehr hören. Ja, und dann, ich würde jetzt noch die letzte Frage stellen, weil wir sind jetzt schon eine Viertelstunde über der Zeit. Wie sieht das aus, wenn die Beine übereinander geschlagen werden? Ist dann nur wichtig, dass die Fußspitzen trotzdem nach vorne zeigen? Also es war nochmal eine Frage zu dieser Fußhaltung. Wenn ich im Gespräch mit einer Person bin und die Beine überschlage, achten Sie bitte darauf, dass Sie der Person nicht die komplette Breitseite zeigen, sondern dass Sie sich wirklich im Stuhl so hinrutschen, dass Sie der Person wieder Ihre offene Seite zeigen. Also das kann ich natürlich jetzt schlecht vormachen, ja, aber Sie können sich es, glaube ich, vorstellen, dass Sie, wenn ich jetzt Anniko mir gegenüber sitzen habe und ich habe mein linkes Bein übergeschlagen, dass ich dann sozusagen nach links wegrutsche mit dem Po und nach rechts offen bin, dass ich Anniko offen gegenüber sitze.
Also nicht die Breitseite und auch nicht das direkt das spitze Knie in den Körper von Aniko. Das ist auch nicht schön. Und wenn ich ein Herr bin, habe ich ja das Bein oft so ganz komplett übergeschlagen. Dann genau das Gleiche, wenn ich das linke Bein übergeschlagen habe, wieder nach links wegdrehen, sodass ich den Fuß noch weiter, dass ich nicht in den Körper von Aniko reinbohre, aber dass ich meine offene Seite zeige. Da sind wir schon ziemlich im Detail und wir merken, dass es wirklich ein reiches Potpourri, was wir da noch schöpfen könnten. Und deswegen, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Anschlussveranstaltung wäre eine Überlegung wert. Und jetzt kam schon der Hinweis, ja, das ist eine super Idee. Also machen wir sehr gerne und es kam auch schon Beifall und vielen Dank für die Präsentation. Also haben wir das anscheinend auch super, super gemacht, wir zwei. Den kompakten Impuls heute gut rübergebracht. Ich danke dir, liebe Kerstin, für das heute Abend. Und wir sehen uns bestimmt zur nächsten Veranstaltung. Ich höre schon, dass wir hier bald wieder sitzen und das nochmal in die Tiefe gehen, besprechen. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute sei gesagt, das Gründerinnenforum findet immer am letzten Donnerstag des Monats statt. Also können Sie sich jetzt schon einmal den 25. Februar vormerken. Das ist auf jeden Fall unser nächster Termin, auch wieder digital. Über die Friedrich-Naumann-Stiftung wird dann demnächst auch die Einladung dazu rausgehen. Also gerne wachsam sein und auch für andere Veranstaltung immer auf der Seite der Friedrich-Naumann-Stiftung nachsehen, was es da so Reiches gibt. Und jetzt wird auch gerade im Chat zum Beispiel nächste Termine eingeblendet, sehe ich gerade. Also es ist ein reiches Portfolio zum Crashkurs Schlagfertigkeit, strategische Vorbereitungen, Networking, Führungskompetenzen sehe ich, Wirkfaktor Stimme, das sind wir genau in dem Thema, Kreativitätstechniken, Konfliktmanagement. Also schauen Sie gerne auf den Seiten der Friedrich-Naumann-Stiftung vorbei. Es gibt gerade auch für Kompetenztraining ganz viele Crashkurse digital in nächster Zeit. Mein Aufruf, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie der Stiftung gewogen und interessiert. Die Präsentation wird herumgeschickt, sollten Sie Fragen haben oder auch Themen, die Sie besonders interessieren, auch als Gründerinnen oder Gründer in Ihrem eigenen Spektrum, da auch gerne der Stiftung, das Spiegeln, die gibt es dann auch an mich weiter, sodass ich auch das Gründerinnenforum immer themenspezifisch auf die Interessen mit auslegen kann, also da auch gerne nach vorne gehen und sagen, was vielleicht gerade ganz wichtig ist, damit wir das auch thematisch spielen können und diskutieren können, einen Referenten dazu finden können. Da bin ich auch immer sehr dankbar für, wenn ich Impulse bekomme. Und ja, für heute Abend sehe ich ganz viel Danke. Danke, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und schauen Sie gerne beim nächsten Mal da wieder rein und für heute. Einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und wir sehen uns digital und Kerstin, wir sehen uns auch genau. Digital, aber auch mal wieder. So. Ja. Vielen Dank, Aniko, an dich.